Ja, Leute, haben wir mal wieder richtig Bock, ein paar schöne Champion-Splitter zu ziehen. Und wir machen heute mal, was machen wir? Sagen wir mal, wir machen mal 11 Truhen auf, kaufen wir die mal schnell. Ja, na dann schauen wir mal, was da so Schönes drin sein wird. So, oh Gott, kommt schon. Also jetzt, wenn die erste Truhe immer verkackt ist, dann ist es immer kein gutes Zeichen. Jetzt komm schon. Okay. Shyvana Champion-Splitter wollte ich sowieso haben, deswegen ist das auch gar kein schlechtes Zeichen, ja? Das ist gut. Genauso wollte ich es haben. Dankeschön, liebe Boxen. Liebe Götterboxen. Ja, das läuft. Champion-Splitter von Alistair wollte ich auch haben, denn ich habe ja bald für Vodibear die Meisterschaftsmarke 7. Oh, und Quinn sogar. Jetzt hör auf. Und Jax? Okay. Feuerwehr-Tristana. Alles klar. Warum habe ich so viel Beute in den... Was ist hier los? Project Z. Okay. Hä, warum habe ich denn... Kriege ich jetzt hier gerade alle Kisten? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Na gut, egal. Okay, wir machen mal weiter. Wenn wir alle Kisten danach fertig haben, dann ist das ein kurzes Video. Und dann ist es so, Albtraum Chugat. Also wir haben schon mal Feuerwehr, das ist schon mal sehr gut. Danach habe ich schon wieder vergessen. Albtraum Chugat. Ja, Chugat spiele ich jetzt selten, aber ist okay. Ja, ist auch kacke. Der ist cool. Der ist cool, das sind, ja, doch, der ist geil. Edelstein brauche ich so oder so nicht, weil ich weder Wayne noch, also Annie, ich habe einen geilen Annie-Skin. Und Wayne spiele ich so oder so nicht. Ich spiele nie AD Carry, deswegen ist das für mich eigentlich relativ unrelevant. Orange Essenzen kann man immer brauchen, klar, keine Frage. Beschwörersymbol. Und Heißhunger-Symbol. So, und jetzt? Ah, okay, gut. Jetzt sind alle Kisten weg. Ich wollte gerade sagen, ich denke so, hä, seit wann ist das denn so komisch gemacht? Das ist ja geil. So spart man ja richtig viel Zeit. Aber jetzt kann ich gar keine Kiste mehr aufmachen. Aber so eine Kiste will ich aber noch aufmachen. Warte mal, gehen wir mal zum Shop und kaufen wir noch einen Schlüssel. 125. Was kostet die Welt, Jungs? Ich dachte gerade, ich krieg so viel Beute innerhalb von einer Kiste. Das wäre es ja gewesen. Okay, warte mal. Nee, doch. Beute. Und öffnen. Jetzt komm schon. Jetzt gib mir mal was Gutes. Oh, Sternwächter Jinx. Ist der teuer, der Skin? Also anscheinend nicht so teuer. Aber Jinx spiele ich auch nie. Deswegen ist es eigentlich völlig unwichtig für mich. Aber ich habe Feuerwehr-Tristana bekommen. Der Skin ist krass. Obwohl ich ja lieber Drachentrainer gehabt hätte. Ah, Tristana spiele ich eigentlich auch nicht. Aber ich will wenigstens hier mit einem ordentlichen Skin rausgehen. Oder ich will wenigstens generell mit einem Skin rausgehen. So, blaue Essenzen haben wir schon mal genug. Aber hier können wir noch ein paar. Warte mal. Komm, wir stellen noch zwei Truhen her, weil... Warte mal. Warte. Wie teuer ist das? 10 benötigt. Und Hextech Annie auch 10. Brauche ich beides nicht. Das ist Schwachsinn. So, okay, herstellen. Na, dann machen wir nochmal zwei Truhen auf. In der Hoffnung, dass wir da nochmal ein paar gute Skins bekommen. So ein Zombie-Nunu wäre jetzt natürlich nicht schlecht, ja. Hätte ich gerne. Kriege ich aber nie. Es ist zum Kotzen. Ich hätte ihn mir kaufen können. Aber dafür war ich zu geizig, okay. Aber dafür mache ich lieber solche scheiß Kisten auf. Wir kommen jetzt kein Champion-Splitter. Chugat! Aber das Gute ist, jetzt haben wir Chugat zweimal, ne? Haben wir zweimal jetzt? Nee, achso, nee, wir haben einen Skin für Chugat bekommen. Und dann ist ja alles super. So, machen wir die letzte auf. Also es ist schwer, seine Emotionen von Hass, Enttäuschung und dem Glauben, dass man gerade ganz viel Geld verschwendet hat, zu unterdrücken. Es ist wirklich schwer. Ja. Ja, es ist, gut, stimmt, wir haben Project Z noch bekommen. Wir haben Project Z bekommen. Wir haben Feuerwehr-Tristana bekommen. Gut, und wir haben noch... Ach doch, Sternwächter Jinx ist ja doch ein recht teurer Skin. Also, sagen wir mal so. Ich spiele keinen AD Carry. Und Z... Ja doch, der Z-Skin, den kann man sich gönnen. Ja, den könnte ich mir holen. Z spiele ich... Auch momentan eigentlich gar nicht, aber den würde ich wahrscheinlich irgendwann mal wieder spielen, das verstehe ich. Aber wir quatschen gar nicht lange rum, wir nehmen uns mal nochmal das Skin-Karussell und nehmen nochmal noch und holen uns mal einen schönen Skin. Genau, den Skin brauche ich so oder so nicht. Corki spiele ich gar nicht.
Eigentlich könnte ich Jinx sogar reinwerfen. Nautilus. Ach komm, weg damit. Veigar. Veigar ist schon wieder eigentlich cool. Veigar könnte ich öfter spielen. Oh, sorry. So, dann hauen wir noch Shyvana weg. Und jetzt will ich hier aber wirklich einen guten Skin haben, Leute. Also, irgendwann ist man jetzt hier. Ja. Okay. Okay, und jetzt. Ich habe 2 Skins für Nidalee. Und diese 2 Skins habe ich einmal auch durch dieses Umwandeln erworben und einmal durch einen zufälligen Skin, den man sich damals kaufen konnte. Warum kriege ich denn immer Nidalee? Ich spiele sie doch nicht mal oft. Was für eine Enttäuschung. Na gut, aber an sich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, wenn wir jetzt die Anzahl der Rhypoints zusammenrechnen, die wir jetzt praktisch bekommen haben, allein durch Feuerwehr-Tristana, der ist sowieso übertrieben selten, weil es ihn gar nicht mehr gibt. Jinx, generell teuer, und Project Z, da brauchen wir nichts drüber sagen. Den glaube ich, den hole ich mir sogar irgendwann mal, wenn ich genug Orange-Essenzen habe. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Oh.